So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Supraland offenbar. Das haben ja andere große Let's Player schon gespielt, vollständig, komplett, also zur Not könntest du angucken. Ich will einfach nur ein bisschen reinschnuppern und leg auch einfach direkt los. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen zum Ausprobieren. Wir würden aber ein komplett neues Spiel beginnen und ich klicke auf Los und es lädt. Lädering. Lim, lim, lim. Lum, lum. Lam, lam. Lem, lem. So, guten Morgen. Dann stehen wir mal auf und schauen uns mal um. Aua! Kaktus! Was haben wir denn hier? Ganz viele Briefe. Was haben wir hier? Ein Frühstück. Nö, Bücher. Kein Frühstück. Da kann ich auch nichts machen momentan. Also verlassen wir mal die Bude. Komm mal her, Sohnemann. Okay. Hallo, Papi. Hallo, Mami. Unser Brunnen ist ausgetrocknet. Gehst du mal nachschauen? Was da los ist, finde heraus, warum Redtowns Brunnen ausgetrocknet ist. Jo, ist okay. So, wir schauen uns mal an. Reinhüpfen können wir offenbar nicht. Also laufen wir mal da runter. Hey! Hey! Es kann gefährlich werden. Nimm das. Nimm. Macht Überleben leichter. Verursacht 2 Schaden. Okay. So, da geht's zur Stadt. Da können wir schlagen. Was haben wir hier? Wahrscheinlich der Brunnen. Wieso gibt es... Ich hau doch in die Luft. Warte mal, dann kann ich ja da gar nicht hochhüpfen, oder? Ja, offenbar nicht. Aber hier. Okay. Hihi. So, wir schauen uns hier um, weil hier gibt es ja überall irgendwas zu entdecken. Leertaste ist Spring. Break. Ah. Wunderbar. Oh, hier hinten gibt es Münzen. Da geht's nicht weiter. Ein Spiel von David Münich. Hier gibt es lustige Förmchen. Komme ich hier hoch? Offenbar nicht. Nee, da komme ich offenbar nicht hoch. Gut, da geht es offenbar weiter. Deswegen würden wir da mal durchgehen. Ich gucke mir gerne alles Mögliche an. Oh, da kommen Gegner. Boah, die halten aber was aus, du. So, da hinten gibt es wahrscheinlich noch mehr. Wir sollten hier aber um die Ecken gucken. Weil so, wie ich schon festgestellt habe, und ich habe es auch ein bisschen angespielt, noch nicht weit. Aber schon so ein bisschen. Gibt es da halt überall kleine Sekrete, die ausgesondert werden. Oder abgesondert. So, hier oben können wir zum Beispiel langlaufen.
Aber da unten gibt's Gesundheit. Hey, cool. Deswegen schnapseln wir die uns. Was war denn hier oben jetzt? Warte mal, da. Da war doch jetzt auch was. Ach, da ist eine Leuchte. Was haben wir denn hier? Da geht irgendwo ein blaues Rohr weg. Aber hier kann ich... Kann ich doch hier drauf, oder nicht? Nee. Kann ich nicht. Okay. Wir gehen mal weiter. Und da oben ist auf jeden Fall ein Durchgang. Hier können wir uns ducken. Und da gibt es irgendwo Gas. Gasoline. So, aber was wir machen können, bevor wir da lang gehen, ist, wir kommen hier aufs Rohr und hier, das habe ich schon gefunden. Hi. Mann, ich bin ja so toll. Hi, ich habe was gefunden. ja, dann finden wir hier oben nämlich die Kiste und können hier hinten wieder runterhüpfen. Secret Area. Aber da hinten gibt es auch noch eine Secret Area. Dann machen wir erstmal auf. Seht ihr das? Weil hier ist ja auch noch ein Durchgang. Aber da komme ich jetzt offenbar nicht hin. Okay. Gut, gut. Dann gehen wir da mal wieder runter und dann schalten wir mal das heiße Dingens da aus, das da in der Gegend rumdingst. Das gibt's wahrscheinlich eben hier hinten. Ah, machen wir es mal aus. So. Dann können wir da theoretisch weiter... Aber bevor wir das machen, gehen wir mal da lang. Ah, da ist dunkel, da denkt man, da gibt es ja gar nichts. Und dann dreht man sich um und geht zurück, aber hier gibt es ja wohl was, nämlich hier. Da haben wir wieder eine sekrete Area und hinter dieser sekreten Area haben wir wieder irgendwo was versteckelt, nämlich zwei Münzen und da gibt es wieder zwei Truhen, eine Truhe. Mit noch mehr Münzen. Ah, nein. Mit maximaler Gesundheit. Aktualisierung. Ja, wunderbar. So, dann können wir wieder zurück. Wenn wir denn dann lassen. Und dann können wir da... weitergehen. Dum, dum. Die Musik ist ganz geckig. Jetzt nicht der mitreißende Ding, aber immerhin. So, den können wir tragen und dann da hinlegen. Das heißt, wir kommen da durch. Und hier habe ich dann aufgehört, weiterzuspielen. Das heißt, ab jetzt ist es für mich auch wieder neu. Das heißt, wir schauen uns in aller Ruhe immer wieder um, weil wir ja... noch ein bisschen mehr, damit sie es nicht einfach reparieren können. Die Blauen? Geh nach Blueville und sprich mit ihrem König. Okay. Also laufen wir hier erstmal ein bisschen rum. Und sammeln noch ein paar Münzen ein, die da so rumliegen. Warum das andere nicht machen, verstehe ich nicht. Aber okay. Hier gibt es interessante Bienen. Und hier gibt es Münzen. Also wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen in der Stadt um. Weil offenbar die Leute ja da wahnsinnig viel Geld rumliegen lassen. Siehst du den riesigen roten Kristall hinter den Klippen da? Solltest du hingehen. Okay, wenn du das sagst, kann ich ja machen. So, was haben wir denn hier? Guck mal, ich kann in der Luft schweben. Hey! Hey! Und ich kann auf dich draufspringen. Naja, fast.
Für mehr Gesundheit mixe ein paar grüne Blätter zusammen mit Wasser in dem Entsafter. Yam yam. Okay. Ah, das machen wir jetzt erstmal nicht. Warum hat er überhaupt eine blaue Seite? Ja, das frage ich mich auch. Wenigstens ist der rote Teil deutlich größer. So, was haben wir hier? Ach, eine Zielscheibe wahrscheinlich für Bogenübungen oder sowas. Gut. Ah, was haben wir denn hier? Eine sekrete Area. Und schon wieder maximale Gesundheit erhöht. Das ist ja schön. Was haben wir hier? Nichts. So, man kann, es lohnt sich also hier in der Gegend ein bisschen rumzulaufen und sich umzuschauen. Wahnsinn. Nee, gutes Spiel. Viel besser als sein Vorgänger. So, bevor wir das machen, sammeln wir hier noch ein paar Münzen ein. Hey! Ja. Kannst du etwas finden, was hier reinpasst? Ja, kann ich machen. Wenn es mir über den Weg läuft. Schon wieder eine Secret Area. Okay, aber das bringt ja eigentlich nichts. Ja, hey. Hey. Was haben wir denn hier? Ah. Ah, okay. Ich weiß schon, was wir tun müssen. Damit wir da reinkommen. Also ich weiß, eigentlich soll ich ja nur... Hey! Aber ich würde ganz gerne eben noch so ein paar Sachen finden, bevor ich hier nur totalen Blödsinn mache. So. Wunderbar, jetzt müsste ja die Tür auf sein. Das Schwert ist nicht schlecht, oder? Ja, geht so. So. Haben wir die Schwertreichweite erhöht? Das ist auch gut. Und was haben wir hier? Ach, wahrscheinlich ein Knopf, um die Tür zu öffnen. Okay. So, was ist denn hier das Spiel? Nein. Nein. Perfekt, 5 von 7. Wahnsinnig gutes Spiel. Viel besser als sein Vorgänger. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und was ist das hier? So, ich laufe hier schon auf überall... allen möglichen Sachen rum, wo ich denke, dass ich da eigentlich gar nicht hin soll. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt tue. Wir könnten ja jetzt eigentlich mal probieren. Also, A, haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen Geld. Das sieht mir nach weißer Farbe aus, wofür auch immer. Ah, warte mal. Jetzt hat gerade die Maus.
Ist nicht wahr. Meine Fresse. Du bist ja ein Schummler, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ah, ich kann gar nicht mehr Geld mitnehmen. Das ist ja witzig. Okay. Gut, aber ich denke, wir machen jetzt einfach erstmal an der Mission weiter, die wir da vor uns haben. Und dazu gehen wir mal zum Händler da unten, weil dann können wir uns nämlich was Tolles kaufen. Schwertschaden, Tempo, maximale Münzen, mal 2, Schwertschaden 3. Okay, also 24 Münzen. Ich kann mein Tempo erhöhen und ich kann mehr Münzen und meinen Schwertschaden erhöhen. Das ist eigentlich gut, oder? So, und dann würde ich als nächstes wie heißt's die... So, jetzt kann ich da oben ja wieder Münzen einsammeln. Und dann kann ich als nächstes meine maximalen Münzen erhöhen, damit ich das Schwert bald verdoppeln kann. Bald noch. Ihr wisst, was ich meine. Nee. Na. Okay, da komme ich nicht hoch. Gut, wir müssen uns jetzt aber gar nicht groß umgucken. Okay, was ist das? So, wir müssen uns gar nicht mehr groß umgucken. Wir machen jetzt einfach mal unsere Standardmission. Gekauft haben wir, was wir konnten. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wo das hier... Ah! Probieren wir aus. Hehe. Monstergesundheit leisten, sehen, wie viel Schaden du ihnen zufügst. Okay. Cool, 35 haben wir jetzt auch. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich das vorletzte kaufen und dann wären wir ja bei 70. Ich dachte... Ich dachte, ich war gerade bei 35... Ach so, das war meine Gesundheit. Ich habe mich verguckt. Hihi. Okay, hier, die Tür ist noch zu. Da müssen wir mal gucken, was ist hier so... Okay, was ist das hier? Warum haben wir kein Wasser mehr? Heuli, heuli, heul. So, das Fass würde ich aber... Ah, da brauche ich Sterne, okay. Sterne habe ich noch gar nicht. So, da hinten gab es ja noch ein Fass. Das würde ich ganz gerne wieder mitnehmen. Weil ich da ja irgendwo zum Fenster reinhüppen will. Hier war es nicht, sondern da unten war es, ne? Genau. Da wollte ich zum Fenster reinhüppen. Deswegen stellen wir da mal das Fass hin. Hihi. So, meine Münzen sind voll. Ich kann hier die Tür öffnen.
Okay. Du kannst jetzt doppelt so viele doppelt so viel Geld rumschleppen. Wunderbar. Ich denke, aber hier habe ich jetzt auch so gut wie alles geräubert. Das heißt, sag mal, das Hüpfen ist auch immer noch nicht so ganz so toll. Bring goldene Fässer zum Laden, um Power-Ups freizuschalten. Ja, habe ich verstanden. Ja, guck doch nicht so grimmig. So, ansonsten glaube ich, haben wir fast alles. Okay, hier sind Metall. Nee, ich glaube echt, ich habe alles. Wahrscheinlich hätte ich hier hinten, mehr Münzen rausholen können, wenn ich zuerst das Zeug gekauft hätte. Aber es ist egal. Es ist egal. So, wir düsen weiter. Münzen sollten ja wahrscheinlich, lass uns nach Blueville gehen. Wenn du mal ein Force Cube hast, komm wieder. Komm mal kurz her. Dort ist ein Fass, bring es zum Ladenbesitzer, um neue Upgrades zu kriegen. Ja, aber ich muss mit meiner Königin hinterher. Meiner Mutter. Aua! Ja, das habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen gehabt. So. Ich dachte, ich muss meiner Königin hinterher, aber muss ich offenbar gar nicht. Ja, ja, genau. Habe ich verstanden? Meine Königin ist schon vorgelaufen. Okay. Das heißt, ich kann hier oben hin. Okay. Da gibt es auf jeden Fall Münzen. Die kann ich auch einsammeln. Da unten gibt es auch lustige Fässer. Okay. Dann kann ich dich mal da hinlegen. Ah, Fass erneuern will ich nicht. Hm. Ach so. Da war jemand ein bisschen blind. So. Aber jetzt bin ich ja da irgendwie rein. Ah, ich komme da noch rüber. Okay. Weil die Dinger habe ich gerade gar nicht gesehen gehabt. So, dann können wir es jetzt darüber schmeißen. Wunderbar. Ich habe gedacht, ich komme hier gar nicht durch. Aber das geht ja ohne Probleme. Ja, dann gehen wir darüber. Dann können wir das fast jetzt wirklich... Oh, cool, eine Mine. Zum Ladenbesitzer zurückbringen. Die Königin ist natürlich längst abgehauen. So. Und dann... Wenn du goldene Fässer findest, leg sie in die Box da drüben, um neue Upgrades freizuschalten. Ja, habe ich doch gerade gemacht. 20 Coins. Force Cube. Okay, 20 Coins habe ich aber noch nicht. Coins. Coins. Coin, Coin, Coin. So. Schauen wir mal, was es hier sonst so gibt. Hey. Hier oben ist ein Fass versteckt. Das ist aber schön. Mit einem Force Cube könntest du das Fass dort rauskriegen und es in den Laden bringen. Okay. Aber noch habe ich ihn nicht. So. Dann gucken wir mal, was gibt es denn hier?
Was gibt's denn hier? So, hier oben habe ich eigentlich alles, ne? Ist jetzt der Schalter weg? Ja, okay. So. Also, wie gesagt, können ja jetzt mal versuchen, weiter nach Blueville zu gehen. Dass mich vorher der Typ von hinten einfach auch angegriffen hat, war ein bisschen ätzend. Was ist denn das jetzt? Also, da darf ich offenbar nicht rein. Na gut, wir gehen einfach mal weiter. So. Okay, da wo diese Kreuze sind, da spawnen offenbar Gegner. Na komm. So, hier können wir ein bisschen balancieren und Münzen einsammeln. Ich kann mir den Doppelsprung nicht leisten, mit dem man dort drüber kommt. Jo, ich auch nicht. So, dann düse ich mal weiter nach hier oben. Darüber komme ich nicht. Hier gibt es auf jeden Fall Geld. Und eine Truhe. Monster lassen jetzt Münzen oder Gesundheit fallen, wenn sie besiegt sind. Du kriegst mehr Münzen, wenn deine Gesundheit voll ist. Okay. Da sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich meine Gesundheit verbessere. Ist da oben eine Königin? Nee, wäre eine komische Königin. Spring hier rüber. Ja, das schaffe ich nicht. Tut mir leid, aber das schaffe ich nicht. Dazu. Cool, Mann. Boah, finde ich auch. Okay, ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Hier geht's nochmal runter. Da geht's darüber. Hey. Ja. Okay, weiter. Aber das bedeutet doch da hinten... Sekunde. Wow. Okay, Fallschaden gibt's offenbar nicht. Das bedeutet doch aber, da hinten müsste ich rüberkommen, oder? Ich habe gedacht, da komme ich gar nicht hin. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, ne? Fluff. Ja, okay. Schaffen wir nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter nach Blueville. Okay, dafür bin ich zu langsam. Wir könnten uns theoretisch jetzt einen Power Cube besorgen, aber das will ich noch gar nicht. So, da gibt es auf jeden Fall Gelder. Und hier gibt's. Aua! So, jetzt gibt's hier wieder Gesundheit. Ja, ja, gut. Nicht so richtig. Auch nicht so richtig. Okay, wir gehen mal weiter. Hey, wir sind doch jetzt Richtung Blueville. Warum gibt es hier so viele rote? Naja, gut. Ist egal. Wir gucken mal weiter. Hey. Hol den McMuffin aus dem roten Kristallturm. Schatz.
Was? Ich hab's nicht gesehen, sorry. Hast du etwas, um auf das Ding hier über mir zu schießen? Nein, habe ich nicht. Cheerio. Okay. So, was wir uns jetzt als nächstes holen, ist dieser Force Cube. Lässt einen schweren Force Cube erscheinen. F, halten zum Leuchten, loslassen, um Cube zu spawnen. Halten zum Leuchten. Geh hier rein und lass den Force Cube unter deinen Füßen erscheinen. Nicht vor dir, sondern unter deinen Füßen. Okay, also F. Ah, faszinierend. F. Hey. Mit dem Force Cube könntest du das Fass da draus kriegen und das sind... Wieso greifen die eigentlich die anderen nicht an? Boah, das ist erschreckend. Du bist da so nichts ahnend? Okay. Ich dachte, mit dem Force Cube könnte ich da was sprengen, aber offenbar nicht. Okay, ich muss mir erstmal angucken, was es da überhaupt gibt. Okay, F. Hm. Okay, das geht nicht. Komme ich da rein? Kann man den Force Cube eigentlich irgendwie zerstören? Ach so, deswegen. Force Cube. So, den werfe ich da runter und dann rollt er da Ding und dann geht er an dem Teil kaputt. So, alles klar, verstanden. Das heißt, wenn ich einen Force Cube habe... Ich denke immer, ich komme in so Dinger nicht rein. So, machen wir hier. F. F. Okay, es gibt immer nur einen Force Cube, kann es sein? So, dann würde ich mal da sagen F. Genau. So, dann können wir da wieder reingehen. Und das Fass runterpurzeln lassen. Super. So einfach war das. So, dann hoffe ich ja mal, dass ich nicht wieder von irgendwelchen Banausen angegriffen werde. Zum Beispiel von dem da. Ja, ja, ja. Lasst mich in Ruhe. Und dann gebe ich das Fass hier ab. Wieso kommen die einfach in die Stadt und wieso stört das keinen? Doppelsprung! Okay. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Ach, da oben gab es ja auch noch was. Das habe ich jetzt ganz übersehen. Okay. Hoppa. 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 Da geht's weiter. Hoppa. Und hoppa.
Okay, aber ich brauche auf jeden Fall wieder ein bisschen Gesundheit. Okay, zack, zack. Wunderbar, okay. Aber was ich jetzt auf jeden Fall erstmal machen wollen würde, wäre ein bisschen Gesundheit wieder aufzupäpeln. Dazu gehe ich mal in unseren Kakteenwald. So. Ah, ich bin schon gefüllt. So, dann können wir uns ja jetzt wieder auf die Reise begeben. Und wir können uns ja erstmal unterwegs noch ein bisschen umschauen, ob wir da vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten finden. Ich meine, dieses Spiel, das lebt ja eigentlich davon, Dinge zu entdecken. So, hier unten gab es ja noch... Hier oben ist ein Fass versteckt. Das ist ja faszinierend. Die Frage ist nur, wie komme ich da rüber? So, hier geht's auch rein. Halte den Force Cube Knopf, um die Umgebung zu erleuchten. Ja, wunderbar. Okay, das geht also auch. Und das Ding leuchtet ja eh. Was hat er gesagt? Willst du einen Trick sehen? Schau mich an, während du den Raum verlässt. Nicht schlecht. Erspäht. So, da drüben gibt es noch Münzen. Da weiß ich aber gerade gar nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich irgendwie hier lang. Ach nee, von da oben käme ich darüber. Und da komme ich... Ah, wahrscheinlich mit Doppelsprung hin. So, dann würde ich da doch nochmal da hochgehen. Also irgendwie bei den Bäumstämmen bleibt man immer lustig hängen. So, da kann man rüberspringen, aber das kann ich jetzt vielleicht mit dem Doppelsprung. Ich würde jetzt aber allerdings als erstes mal das Zeug hier einsammeln. Ah, dann haben wir das auch eingesammelt und dann würde ich mal darüber gehen. Da unten ist ja auch noch irgendwas. So und... Genau. Das habe ich ja jetzt hinbekommen. So. Ach so, ja, da muss ich ja was drauflegen. Dazu müsste ich ja wieder meinen Force Cube nutzen können. Da bin ich ja nicht schnell genug, da brauche ich jetzt noch schnellere Geschwindigkeit. So. Kann ich ja hier sagen F. So. Aha.
So, haben wir den Schwertschaden ein bisschen erhöht. Okay, da drüben gab es auch noch was, ne? Ja, genau, da müsste ich ja darüber kommen. Na. Okay, das hat jetzt nicht wirklich so gut geklappt, wie ich das wollte, aber das ist ja jetzt auch erst einmal egal. Wir düsen einfach weiter. Und gehen jetzt mal die andere Seite diesen... Da geht's ja weiter. Da war ja die Frage, wie komme ich da hin? Und die Antwort ist einfach... Doppelsprung. Such das goldene Fass. Ich gebe mir Mühe. Heieiei. Die werden ja auch immer wilder, ey. Okay, ich würde mal nach hier oben gehen. Da ist zumindest Gold. Da unten ist auf jeden Fall Gold. So, was gibt's hier hinten? Das sieht mir sehr nach Force Cube aus. Ja. Okay, da ist das goldene Fass. Da unten ist auf jeden Fall Geld. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann haben wir hier ein goldenes Fass. Autsch. Dann müssen wir hier mal schauen, wie es hier weitergeht. Da oben. Ist auf jeden Fall eine Flamme, die wir abstellen können. Wenn es denn geht, dann irgendwann. Okay. Also hier hätte ich ein goldenes Fass. Das würde ich mal dahin stellen. So, ich würde dich gerne mal anmachen. Ah, okay. Das ist der Fass Reset und das wäre... Okay. Das heißt, ich stelle dich dahin. Das heißt, ich stelle dich dahin. So, und da geht's irgendwie raus. Die Frage ist nur, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich. So nicht. Ah, okay. Also. Dann haben wir hier den Force Cube. Genau. Können wir hier das Fass hinstellen? Können wir hier mal ein bisschen schlagen? Können wir hier das Fass nehmen? Und da rollen lassen. Und die Frage ist, wie kommen wir da jetzt... So. Kommen wir da raus? Ach so. Weil das Fass ja hier den Knopf betätigt.
Wunderbar. Können wir jetzt hier wieder abhauen? Und das Fass zurückbringen. Wie viel übrig? 4. Dreifachsprung. Kann ich sogar machen. Jetzt kannst du dreimal hintereinander springen. Und kannst damit sehr weit springen. Das ist ja echt super. 1, 2, 3. Perfekt. Okay. So, dann würde ich mal weitergehen. So, meine Gesundheit ist auch wieder voll. Wir würden uns hier mal ein bisschen umgucken. Okay. Da komme ich momentan noch nicht hoch. Ah, doch, könnte klappen. Schauen wir mal, ob das klappt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich von der Lego-Seite kommen. Da schauen wir uns halt mal ein bisschen hier in diesen Gefilden um. Also hier gibt es auf jeden Fall Münzen. So. Dann gäbe es hier auf jeden Fall ein Röhrchen. Und dann kann man denen sagen, hey, da oben ist der Weg zum großen Kristall. Er verbirgt, gibt einem McMuffin. Er verbirgt einen mächtigen McMuffin. Habe ich gehört. Okay, hol dir den MacGuffin. Achso. Aus dem roten Kristallturm. Was auch immer ein MacGuffin ist. So, das heißt... Da springen wir rüber. Da hinten gibt's auch. Wenn du über diese Wand und das Rohr balancierst, kommst du zum großen Turm. Du wirst einen Dreifachsprung brauchen. Ich habe einen Dreifachsprung, mein Freund. LOL. Das sind keine Lego-Steine, das sind LOL-Steine. Huadaha. Das war ja mal ein Sprung. So, was macht der? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. So. Boah, diese Balanceritis, das ist echt ätzend. Ah, okay. Dann machen wir das halt so. Ah, vielleicht ein bisschen weiter hier. Okay. Machen wir das vielleicht hier. F ist da. Genau. So. Also, und dann will ich jetzt hier den Force Cube hin tun. Kommen wir nämlich darüber. Climb to the hill. Geh und hol dir den MacGuffin. Okay. Wunderbar. Dann geht's da runter. Da gibt's auch noch Gold.
Gold, Gold, Gold. So. Hey. Maximal Münzen plus 2. Nimm dies. Gelang zur Spitze des Kristallturms. Okay. So. Wir geben uns Mühe, möglichst weit zu kommen. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Okay, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Ja, ich bräuchte gerade ein bisschen Gesundheit, Jungs. Hey! 6 übrig, in diese Richtung sind noch 6 Muscheln. Das ist gar nicht so einfach, das Spiel, muss ich sagen. Es ist total putzig und total süß und so, aber irgendwie... Ich öffne diese Hütte, wenn du mir alle magischen Muscheln aus dieser Region bringst. Ich wollte gerade sagen, mich schießen sie alle ab, aber die anderen lassen sie in Ruhe. Das ist doch nicht richtig. So, wir düsen mal hier rüber. Nein, 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 nicht runterfallen, bitte. Brrr, okay, da drüben gibt's Goldmünze. Oh, was haben wir denn hier? Ein wenig Gesundheit. Gibt es hier noch irgendwo eine? Da gibt es noch eine. Da hätten wir noch eine Gesundheit. Aua. Was haben wir da? Okay. Okay. Okay, so, jetzt sind wir hier oben. Jetzt sind wieder irgendwelche Zauberer, die mich ärgern wollen. Das ist immer ein cooles Level-Design. So, wo geht es hin? Da ist wieder so ein Magier. Dann würde ich immer sagen...
Der macht da irgendwas. Was genau, weiß ich nicht. So. Da oben ist der. Von dem will ich gerade nicht gesehen werden. Der MacGuffin gehört in ein Museum. Ja, kann er ja. Schön. Was haben wir hier? Okay, hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Oh Mann, ey. Haben wir schon gesagt, dass um die Ecken springen dämlich ist? Ah. So, dann würde ich gerne... dahin. Genau. So. Wunderbar. Okay, und was bringt... Ah, okay. Dann sagen wir hier mal F. So. Gehen wir erstmal darüber. Und schauen mal, was da passiert. So. Zwei Münzen, ansonsten ist hier erstmal nix. Dann würde ich da hinten auch mal die Münzen holen. Ah, okay. Und was macht der Knopf hier? Super. So. Das sind quasi so Sicherungspunkte, dass wenn ich da runterfalle, dass mir nichts Wildes passiert. Gut, dann gehen wir mal hier rüber und schauen mal, wo es da oben hingeht. Ob ich da oben überhaupt irgendwo weiterkomme. Ja, tue ich. Allerdings nur dann, wenn ich hier meinen Power Cube hingeschoben habe. Ah, okay, vielleicht auch nicht. Dann komme ich da nicht mehr dahin. Okay. Dann würde ich mal hier ganz gerne schauen. Was ich hier noch machen kann. Nichts. So, du gehst da mal weg. Ich versuche hier mal rüber zu klettern. Na, da hinten F. Oh. Okay. So, dann würde ich doch mal sagen, da drüben geht es. Okay, es geht insofern... Ah, warte mal. So geht es. Na, fast. Wie wär's mit hier?
Wunderbar. Na gut, fast. Wo ist sie jetzt? So, dann würde ich immer sagen... So. Na komm. Oh. Nein! Nein, 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 nein! Okay, dann machen wir hier mal F. Ah. Gehen wir hier nochmal hoch. Gehen wir hier nochmal hin. Und dann sagen wir hier jetzt F. Sag mal, willst du mich veralbern eigentlich? Jetzt kasper ich mir hier die ganze Zeit einen ab. Oh, ist doch nicht wahr. So, weg mit dir. Okay, nochmal. Klappt es jetzt endlich mal? Nein. Klappt es hier jetzt endlich mal? So, probieren es nochmal. Wo ist er jetzt schon wieder? Sage mal, also, okay. Nö. Okay, also das geht gar nicht. Okay, und das war jetzt super. Genau das wollte ich. So, ich weiß auch gar nicht, warum ich das eigentlich will jetzt. Wo ich da eigentlich hin... Ich möchte ja nach da oben eigentlich. Also ich weiß gerade gar nicht, warum ich das machen sollte. Okay, also wir machen hier jetzt ein F hin. Dann geht das Ding hier hoch und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn wir jetzt hier sind. Okay. Es hat wieder super funktioniert. Okay, also wir gehen hier hinten nochmal hin. Oh, warte mal. Gibt's hier noch... Ich koche. Nichts, nichts. Ich koche nichts. Nichts. Okay. Wie gesagt, hier hinten gibt es vielleicht auch noch Gesundheit. Sehe ich aber gerade nicht. So, da haben wir noch eine Muschel. Regeneration Speed. Eine Regenerationsgeschwindigkeit hat sich verdoppelt. Hat nur einen Effekt, wenn du das Regenerations-Upgrade hast. Okay. So.
Da hinten, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also alles, was wir erreicht haben, haben wir noch. Das heißt, es ist eigentlich ein probates Mittel, sich einfach umzubringen. Wenn die Werte zu schlecht sind. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, dann würde ich da mal reingehen, oder? Ah, okay, da kommen wir eh nicht rein, da ist eine Fensterscheibe. Können wir hier ums Eck gehen mal? Da ist schon wieder so ein Kreuz. Das bringt mir gerade nichts. Okay, wir können ja trotzdem mal von oben da reingehen. Und dann die Tür aufmachen. Vielleicht sagt er dann was anderes. So, also die Gesundheit, das war nicht ganz so sinnvoll. Okay. Dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Und finden hier noch ein bisschen Geld. Und da hinten war ja der Muschelheini, oder? Ah, hier war er. Vier übrig, in dieser Richtung ist noch eine Muschel. Okay. Da hinten geht es auf jeden Fall auch noch lang. Es ist ein ganz interessantes Spiel eigentlich. Also, schön zum Entdecken. Okay, hier geht's also nicht weiter, da haben wir einen Regenbogen. Da haben wir einen Regenbogen. Ungelogen. So, was haben wir hier? Unter dem Kristall soll ein MacGuffin sein, das die Story voranbringt. Das stimmt allerdings. Dass das die Story voranbringt. So, kann ich dich zerstören? Nö, nö. Ich würde gern mal wissen, wo ist denn dein Kissen? Das wirst du vermissen, weil ich werd es hissen. Als eine kleine Flagge. Und ich hab eine Magge. Oder so ähnlich. So, ja. So, wir schauen uns hier einfach weiter um. Hier hinten ginge es weiter. Gott, ist das alles verwinkelt. Da könnte ich theoretisch rüberspringen. So. Irgendwo hier war ja noch dieser Magier. Ah, da oben geht's auch noch weiter. Aber da komme ich gerade nicht hoch. Deswegen würde ich mal zurückspringen.
Komme ich da irgendwie hoch? Nö, ich glaube nicht. Dann müsste ich ja wirklich da lang. So. Okay, hier gibt es eine alte Eisenbahntrasse. Die führt mich aber auch bloß auf die andere Seite. So. Ah. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir denn dahin? Das weiß ich gar nicht so genau. Hier oben geht es wahrscheinlich weiter, genau. So rum. Dann müsste ich mich hier wieder ducken. Duken. So. Ja, wunderbar. Da oben geht's auch wieder irgendwo rein. Da drüben. Also wäre ich von dem Haus eigentlich da hochgekommen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber die Frage ist, wie komme ich von hier aus weiter? Also da drüben wäre ich ja gewesen, dann wäre ich da gewesen. Und da oben war ich ja gerade. Aber hier hinten gibt es ja eh noch Zeug. Ja. Okay, also. Da würde ich mal langlaufen wollen. Da wird es hochgehen. So, aber bis auf Anfang werden wir jetzt erstmal hier lang schauen. Bis auf Anfang, bis auf Weiteres. So, gut, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Hier oben waren wir ja schon. Wie gesagt, ich würde mal gerne gucken, ob wir von dem Dach hier hochgekommen wären. Ja, vielleicht. Aber nicht definitiv. So, deswegen ist es gar nicht schlecht, dass wir hier sind. So, und dann würde ich... Ah, was haben wir denn hier? Okay. Ich habe eine Idee. Sagen wir hier mal F. So. Das könnte klappen. Was auch immer mir das bringen soll. Ha. Sag ich doch. Fluff. Na komm, ducken. Secret Erieux. Was haben wir hier Schönes? Heiliges Schwert. Du kannst jetzt Holzgräber zerstören und verhindern, dass Gegner von diesen nochmal auferstehen. Ja, wunderbar. Gibt's hier oben noch was? Hier hinten gibt's irgendwas. So, da waren wir schon. Können wir dich komplett aufmachen? Und dann... Können wir ja hier lang? Schon witzig, dass man irgendwie nach woanders hüpfen muss, damit man... dahin kommen, wo man eigentlich hin will. Okay. Gut. Da haben wir also wieder irgendwelche Geheimnisse gefunden. 10 von 17 jetzt übrigens. Errungenschaften. So. So.
So, die Frage ist bloß, wie kommen wir da rein? Wahrscheinlich jetzt noch gar nicht. Sein, ich kann sowas sagen. Oi. Ist aber lieb von dir. So. Was haben wir hier noch? So, die Frage ist jetzt wirklich, wie kommen wir da rein? Na gut. Für den Anfang erstmal gar nicht. Ich will mich jetzt nicht schon wieder am Kakteen verletzen. Ah, was haben wir hier schon wieder? Okay, da muss ich mit dem MacGuffin rein. Das geht dann vielleicht da hinten hin. So. Man sagt, dieser Knopf öffnet die Tür an der Spitze des Turms. Okay. Dann macht es doch. So. Wir haben hier ja noch einige. Absorbiert 3 Schaden. Nur Schaden über 3 kann dir Schaden zufügen. Kakteen können dir nicht mehr wehtun. Yay! Okay. Oh, dass die Maus manchmal aus dem Ding rausgeht, ist echt super nervig. Nein! Okay, also manchmal. Noch einmal. Und hier rüber. So. So, genau. Also. So, was war jetzt hier eigentlich nochmal das Problem? Okay, der da unten ist jetzt offen. So, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter? Da hinten gibt's interessanterweise eine Wippe. Ah ne, da kam ich ja her, da war so ein Steg, genau. Wir können mal ein bisschen zurückgehen. Frage ist halt, was hilft mir das? Weiß ich nicht. Ja. Das war jetzt nicht so, wie ich das haben wollte. Wieso kann ich eigentlich jetzt nicht mehr rennen? Ah, weil ich noch geduckt war, okay. Ich dachte gerade. Performance-Problem oder sowas. So, okay.
Ach, ich bin doch doof. Also manchmal. Manchmal ist die Lösung so einfach, dass sie viel zu kompliziert ist. So. Wir haben hier gespeichert, dann können wir hier mal weitergehen. So. Und einmal hier bitte. Hilfe! Ja, das war jetzt mäßig gut. Ach ja. So. Wir rennen hier nochmal rüber. Oh Mann. Also die Steuerung in der Luft ist ein bisschen zu gut. Ein ganz kleines bisschen. Aber ich denke, ich mache an der Stelle jetzt eh mal eine kleine Aufnahmepause wieder. Für einmal angespielt reicht es jetzt hier auch schon. Es ist auf jeden Fall witzig. Ich meine, ich hätte schon gern das Ende der Demo erreicht. Also quasi wahrscheinlich Blueville. Wahrscheinlich, wenn wir dort sind, hört die Demo auf. Würde ich jetzt intuitiv vermuten. So, dann machen wir mal hier nochmal. Zack. Also. F. Schau mal, was passiert. Ah, okay. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Wahrscheinlich kann ich um die Ecke hüpfen. Ah, ich habe einen Verdacht. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal um die Truhe. Genau. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Nein! Also manchmal. Gesundheit? Nö, brauche ich gerade nicht. Ah, da geht's weiter. Super. So, da hinten wird es ja auch noch irgendwo hingehen. Wo, weiß ich aber gerade nicht. So. Das heißt, da müsste ich wieder... Du sagen. Genau. Dann würde ich zu dir sagen, hey, einen neuen Stein. Dann würden wir uns hier mal hinstellen. Und dann würde ich sagen... Super. So. Nein. Nein. Ja. So, ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, aber es schien mir sinnvoll.
haben wir da oben? Ah. Oh. Da ist ja eine Burg. So, dann würde ich mal hier lang laufen wollen. Da unten gibt es ja auch noch irgendwie so ein... Eieiei. Nein! Okay. Das Ding da unten wollte ich mir ja eh schon die ganze Zeit angucken. Deswegen. Würde mich das mal interessieren hier, bitte. Ah, perfekt. So, genau. Aber die Ding, die uns ja nach oben führt, ist ja da hinten wieder. So, was haben wir hier? Oh, eine Muschel. Gut. Pion. So. Jetzt muss ich das nochmal machen, ne? Schade. So, dann können wir da hingehen. Was haben wir hier noch? Haben wir hier, die Steuerung... ist mir ein bisschen zu... Ist mir gerade ein bisschen zu flott, muss ich sagen. Nein. Nein. Ja. So, also noch einmal. So, also hier kommt jetzt noch mal der dahin. Dann drücke ich hier noch mal den Stein. Da oben habe ich einen Käfig. Was ist denn da drin? Ah, noch eine Truhe. Das heißt, ich müsste ja von... Das war halt die Überlegung, die ich hatte. Wo führt das hier hin? Aha. Super. Schwertschaden plus 1. Perfekt. Und hier geht's wieder runter. So, okay, also alles nochmal. Dich nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. So, sind wir hier oben. Perfekt. Okay. Super. Und Kiste auf. Was haben wir da? Plus 5 Gesundheit. Super. So, und wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Ja, wahrscheinlich so, ne? Genau. So. Ducken hier rüber.
Und dann gehen wir mal dahin. Ah, okay. Der hat ja gesagt, okay, das Gerüchten zufolge. F. Wunderbar. So, dann würde ich hier mal sagen, auch F. So, und dann gibt es hier einen MacGuffin. Oder wie der heißt. Blaster abfeuern. Wunderbar. Okay, und jetzt können wir den Blaster abfeuern. Und jetzt können wir zum Danke fürs Spielen von der Supraland-Demo. Hol dir die Vollversion und spiel genau hier weiter. So, das heißt, wir haben jetzt das Demoland gespielt von Supraland. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich lasse das jetzt doch alles in einer Folge, weil, wie gesagt... Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit, cheerio mit O, wir sehen sich, ich klicke jetzt auf Demo beenden und wünsche euch noch eine tolle Zeit.